Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal ein ganz anderes Video für euch. Ich weiß nicht, wie das hier ankommen wird. Ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Das wird jetzt so richtig improvisiert. Sowas habe ich hier noch gar nicht auf meinem Kanal gemacht. Ich fange mal so an. Ihr kennt vielleicht Storytime-Videos, gibt es auf YouTube sehr viele, wo Leute über Sachen erzählen, was ihnen passiert ist, was sie gemacht haben. Oder ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, warum machen die YouTuber das? Wollen die irgendwie Aufmerksamkeit? Was wollen die damit erreichen? Und ich habe da letztens so drüber nachgedacht, als ich wieder so ein Video gesehen habe, und dann ist mir klar geworden, dass man damit vielleicht auch anderen Leuten einfach helfen kann. Wundert euch bitte nicht, ich schwitze, mir ist echt warm, hier ist so heiß. Auf jeden Fall dachte ich, komm, ich mache auch so ein Video. Ich erzähle euch, viele wissen es vielleicht schon, ich war vor 3 Jahren, was heißt schwer krank, aber ja, ich war schon etwas schlimmer krank. Und ja, davon will ich euch einfach heute mal erzählen. Und zwar fing das Ganze ungefähr, es ist jetzt glaube ich 3 oder 4 Jahre her, da war ich, meine ich, wenn ich mich nicht täusche, 17, kann gut sein. Ich glaube, ich war damals 17 Jahre alt und ja, war gerade so Abiturzeit, Oberstufe, hatte ein Vorabi, ich musste eine Facharbeit schreiben und. Es kam auch Lernen, anderweitig Stress, Privatstress, alles Mögliche. Und zu der Zeit habe ich mich schlecht ernährt, muss ich sagen. Weshalb das ganze Packaging, sage ich mal, also alles, was zusammen war, traf auf mich. Und ich wurde ziemlich krank. Es fing an, ich dachte, also es war nur mit meinem Ohr. Ich hatte Ohrenschmerzen. Ich wusste gar nicht, was es ist. Der Arzt hat gesagt, ich habe nur eine Mittelohrentzündung. Und wir sind dann nach Berlin gefahren an dem Wochenende. Dachten, ja, Mittelohrentzündung, das legt sich schon wieder. Waren dann in Berlin und die erste Nacht, ich habe es nicht ausgehalten. Ich hatte so starke Schmerzen. Wir sind in der Nacht mit dem Zug los, zurückgefahren, direkt ins Krankenhaus nach Bielefeld, weil wir haben es nicht mehr nach Hause geschafft, das war so schlimm. Ja, nach Bielefeld ins Krankenhaus und dann wurde mir direkt erstmal im Kopf, also wurde gesagt, was ich habe. Ich hatte sowas, eine Art, also jeder hat ja einen Herpeserreger in sich. Und dieser kann durch Stress ausgelöst werden. Ich hatte sowas am Ohr, das kann ja überall passieren, kann am Auge, überall. Ich hatte sowas, sag ich mal, am Ohr. Und dadurch hat sich diese Seite des Gesichts bei mir gelähmt. Also ich konnte nichts mehr auf dieser Seite bewegen, gar nicht. Ja, mein Mund hing so runter, keine Falten, nichts. Ich konnte mich einfach auf der Seite nicht bewegen. Und dann wurde mir schön in Bielefeld erstmal direkt gesagt, ja, ihr seid ein bisschen spät dran, aber wir waren ja vorher beim Arzt, er hat es noch nicht gesehen. Und ja, wenn du Pech hast, wirst du auf dem Auge blind und taub auf dem Ohr. Und deine Lähmung könnte für immer bleiben. Das ist natürlich ein Schock. Ich meine, von einem auf den anderen, also nicht von einem auf den anderen Tag, aber zu denken, du hast eine Mittelohrentzündung und dann auf einmal erfährst du sowas, ist schon krass. Naja, jedenfalls bin ich dann doch noch nach Osnabrück ins Krankenhaus, weil ich wollte einfach nicht in Bielefeld bleiben. Ich wusste, da können mich nicht so viele Leute besuchen, das ist einfach blöd. Ich wollte dann nach Osnabrück, bin dann auch hin, war lange Zeit im Krankenhaus, können wir alles überspringen. War halt echt blöd. Und dann, als ich nachher aus dem Krankenhaus raus war, ich war noch krankgeschrieben, mir ging es richtig schlecht, also es war auch lange so, bin ich wieder zur Schule. Zur Schule war natürlich auch nicht leicht. Also ich war noch krankgeschrieben, aber ich wollte einfach hin. Ich wollte, weiß nicht, die Leute wiedersehen. Es war aber schwer. Ich bin zur Schule gegangen, klar, es hat mich jeder angeguckt. Ich meine, meine rechte Gesichtshälfte hing, sag ich mal, runter. Als ich gelächelt habe, ging nur die Seite hoch. Das war, alle haben geguckt, was ich auch niemandem verübeln kann, weil ich hätte es auch gemacht. Klar, würde ich auch gucken. Ja, das war das. Und dann kam so ein Ereignis, was mich wieder so einen kleinen Rückschlag verpasst hat, sag ich. Also nicht mir, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich war auf dem 1. Mai immer noch gelähmt, war schon ein paar Monate her. Und dann meinte die Ex-Freundin meines damaligen Freundes zu sagen, ja, einen blöden Spruch zu bringen. Ja, wie siehst du denn aus? Hast jetzt so eine hässliche Fresse und so? Keine Ahnung. Tut mir leid, dass ich das gerade gesagt habe. Aber so eine Art wurde mir in den Kopf geknallt. Ich war nicht so angegriffen, ich mochte diese Person einfach nicht. Ich habe nichts darauf gegeben, was sie gesagt hat, aber ich war einfach so schockiert, was manche Menschen, also zu was die in der Lage sind. Ich meine, stellt euch das mal vor, ihr seid wirklich schwer krank, habt sowieso schon genug mit euch selber zu kämpfen in diesem Moment und dann wird euch noch sowas an den Kopf geworfen. Ich persönlich konnte jetzt damit umgehen, aber man muss sich mal vorstellen, was das vielleicht für, wenn es eine andere Person gewesen wäre, der das gesagt wird. Wie die dann darauf reagiert, ich meine, man hat schon oft genug gehört, dass Leute gemobbt wurden, sich nachher umgebracht haben oder was weiß ich. Aber man muss doch einfach mal als Mensch verstehen, was man da anderen Leuten sagt. Ich meine, die kann das für sich behalten, kann das meinetwegen denken, auch wenn das schon schlimm ist. Aber sowas jemandem zu sagen, der gerade eine schlimme Krankheit durchmacht, ist wirklich das Allerletzte. Und, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wie man so dumm und so
Nee, ich weiß nicht, wie man solche Personen bezeichnen soll, aber sowas ist einfach das Allerletzte. Geht gar nicht und ich werde nie verstehen, wie man sowas machen kann. Also das ist der erste Appell an euch. Bitte sagt niemals sowas zu Leuten. Das kann Leuten so wehtun und sie kaputt machen. Denkt bitte darüber nach, was ihr anderen Leuten an den Kopf werft, bitte. Vor allem, wenn es sich um eine Krankheit handelt. Ihr geht doch nicht zu einem Behinderten und sagt, haha, guck mal, wie du aussiehst, du bist behindert oder was weiß ich. Das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht. Auch wenn man die Person nicht mag. Klares No-Go, das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, ich finde das einfach lächerlich und fehlen mir einfach die Worte. Ihr merkt es, glaube ich, das war, ich nie mitgerechnet, dass mir sowas an den Kopf geknallt wird. Gut, ich konnte damit umgehen, es war alles okay. Klar hat man jeden Tag, wenn sowas ist, Selbstzweifel. Man denkt, oh, wenn das nicht weggeht, was dann? Ich bin so jung, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man hat halt einfach so Gedanken, ja, vielleicht mögen mich die anderen nicht mehr. Aber da ist es auch ganz wichtig, wenn ihr Leute kennt oder die in der Lage sind, wie ich damals war oder ähnliche Sachen halt haben. Oder ihr seid in der Lage. Das Wichtigste sind einfach die Unterstützung von den Freunden und von der Familie. Die tun euch so gut. Ich weiß noch, wie meine Freundinnen immer für mich da waren einfach. Die haben immer gesagt, das wird wieder. Und die haben mir einfach Mut gemacht. Und ja, ihr braucht einfach eure Freunde. Ihr braucht einfach Rückhalt. Denn es wird wieder. Ihr seht es jetzt heute. Klar, ich sehe es manchmal noch. Ich werde auch manchmal darauf angesprochen. Irgendwie also auf Bildern sehe ich das zum Beispiel ganz stark. Das ist noch nicht perfekt. Also gut, ich kann glücklich sein. Klar, ich bin nicht taub. Ich bin nicht blind. Es ist nicht für immer geblieben. Es ist alles gut im Grunde. Manchmal sehe ich es noch. Es ist halt immer noch nicht perfekt, dass es sich perfekt bewegt. Das wird auch niemals so sein. Aber ich finde, ich kann einfach glücklich darüber sein, dass es mir jetzt so geht. Es hätte viel schlimmer sein können. Es hätte so viel schlimmer ausgehen können. Und ja, wenn ihr Leute kennt, die in der Lage sind, wo ich war, dann unterstützt sie bitte. Seid voll für die da. Ihr müsst euch in die Lage einfach hineinversetzen, was mit den Leuten in dem Moment ist. Und bitte macht nie so einen Scheiß und wirft das irgendwelchen Leuten an den Kopf, weil die haben genug Probleme in solchen Situationen. Die brauchen dann nicht noch von anderen Leuten irgendwelche blöden Sprüche kassieren. Und ich weiß nicht, das muss einfach nicht sein. Ich hoffe, ihr seht das genauso, weil sowas ist einfach nur nicht, man kann nicht mal kindisch sagen. Das ist einfach erbärmlich. Und ich weiß nicht, wenn man ein Problem mit einer Person hat und es dann erst nur rauszulassen, wenn die Person, sag ich mal, am Boden ist, sage ich jetzt einfach mal so, das geht einfach nicht. Man kann nicht noch auf eine Person treten, die sowieso schon am Boden liegt. Das ist, ja, ich hoffe, diese Person schämt sich, aber ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren bei der. Naja, ich bin voll unbevorbereitet. Ich weiß gar nicht, was ich genau noch sagen wollte. Das war jetzt so kurz, aber das sind so die Sachen, die ich einfach erzählen wollte. Heutzutage jetzt, ich bin so glücklich, dass alles wieder gut ist und ich denke oft, wirklich oft darüber nach, was gewesen wäre, wenn es jetzt nicht so, wenn ich nicht die Unterstützung gehabt hätte, wenn es nicht wieder besser geworden wäre. Ich meine, man kann echt dankbar sein für das, was man hat. Das merkt man in solchen Situationen dann wirklich. Wenn ich einfach wieder zurückdenke und denke, was hätte sein können. Ja, man muss einfach mal öfter auch dankbar sein. Das lerne ich daraus auch. Ich denke oft noch daran. Klar, manchmal ist man dann auch so, oh, ich habe so ein scheiß Leben. Aber man muss einfach mal daran denken, was man alles Schönes hat. Und ja, mit diesem Video wollte ich jetzt eigentlich erreichen, Leuten zu helfen, die vielleicht das Gleiche durchgemacht haben, dass sie einfach immer an sich glauben müssen und die Unterstützung auch bei ihren Freunden finden und oder bei ihrer Familie natürlich auch, klar. Die haben mich natürlich auch in dem Moment sehr unterstützt. Und ja, selbst wenn euch das wirklich passiert, dass so ein Idiot euch auch sowas an den Kopf wirft, hört da einfach nicht drauf. Wisst ihr, wenn es wirklich Leute gibt, die so einen Scheiß sagen zu euch, das könnt ihr sowieso vergessen. Das sind dann die letzten Idioten einfach. Die könnt ihr, weiß ich nicht. Das macht man nicht, das gehört sich nicht, das kann man sich denken. Selbst das ist noch schlimm. Aber sowas sagt man einfach niemanden. Niemals. Das ist einfach meine Meinung, dass, ja, ich bin einfach schockiert. Ich glaube, ihr merkt, dass das, also da dränge ich heute noch drüber nach, wie man das als Person tun kann. Aber naja, es ist so, wie es ist. Und ja, ich glaube, mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ich bin total unvorbereitet, wie gesagt, hier reingegangen. Ich habe mir jetzt nicht so ein Skript geschrieben, was ich alles erwähnen muss. Ich hoffe, ich habe alles erzählt. Und ja, klar, Leute haben mich auch damals gefragt, ja, wie ist das, da muss man drüber reden. Aber ich persönlich habe es einfach gemacht. Also die waren ja jetzt auch nicht so negativ gestimmt, sag ich mal, die Leute in der Schule. Die wollten einfach wissen, was los war. Die wollten mir auch irgendwo helfen. Die waren natürlich alle schockiert, was passiert ist. Ja, aber letztendlich ist alles gut geworden und
man darf einfach die Hoffnung auch nicht aufgeben. Bei mir wurde auch erst gesagt, ja, junge Leute, bei denen geht das normalerweise schnell vorbei. Und bei mir ging es nicht schnell vorbei. Ich hatte das Ganze, die Lähmung war bestimmt ein halbes Jahr da, bis sich dann mal was getan hat. Und die Ärzte haben auch gesagt, wahrscheinlich wird es bleiben. Aber man darf die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Irgendwann, das ist unglaublich, weiß ich noch, stand ich vorm Spiegel, hab wieder probiert, einfach zu lachen. Und dann, ich glaube, das Erste, was war, ist, dass hier eine Mini-Falte auf meiner Stirn war, auf der rechten Seite. Und ihr glaubt nicht, wie glücklich ich in diesem Moment war, als ich diese winzige Falte da gesehen habe. Das motiviert dann einfach so, das hat mich so motiviert, dass so eine ganz kleine Regung in meinem Gesicht war. Und dann habe ich immer weitergemacht, immer versucht, irgendwas zu machen. Und irgendwann ging dann auch der Mundwinkel ganz leicht hoch und dann kam alles mal mit, von Mal zu Mal. Es war nämlich so schlimm, dass ich noch nicht mal mein Auge zukriegte, dass ich in der Nacht tatsächlich mit offenem Auge geschlafen habe, dass ich so irgendwie so eine Klappe haben musste, damit mein Auge nicht austrocknet. Also es war schon krass und wie gesagt, wenn ihr Leute kennt, unterstützt die und seid einfach mitfühlend bitte. Das muss man einfach sein und ja, ich glaube, ich wiederhole mich. Deswegen würde ich sagen, beende ich das Video. Ja, ich bin mal gespannt, ob ihr schon mal sowas erlebt habt. Das würde mich mal interessieren, wo andere Leute so auf jemanden reagiert haben, so im negativen Sinne. Oder auch das andere Beispiel, wenn jemand so krass unterstützt euch hat oder ihr jemanden so krass unterstützt und ihm einfach beisteht. Das würde ich gerne mal wissen, sagt mir das mal. Und ich hoffe, ich weiß nicht, ob es jemand so geht oder jemand kennt, der es so geht. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht damit ein bisschen helfen oder Mut machen, ich weiß es nicht. Aber ich wollte dieses Video einfach machen. Ich weiß nicht, es lag mir irgendwie am Herzen und das ist jetzt irgendwie mein ganz besonderes persönliches Video mal. Es hat jetzt nichts so mit Kosmetik, so oberflächlichem Schrott zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Sondern es ist jetzt was ganz Privates von mir. Und ja, danke euch, dass ihr zugeschaut habt und denkt einfach mal drüber nach und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!